Wie gestaltet man eigentlich Tabellen in wissenschaftlichen Arbeiten? Also Studien, Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten. Natürlich kannst du deine Tabellen knallbunt formatieren, damit sie auffallen. Wenn jemand deine Arbeit zum Korrigieren dann aber schwarz-weiß ausdruckt oder kopiert, sehen deine Tabellen mitunter so aus. Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten, Tabellen zu formatieren. Ich zeige dir heute, wie man Tabellen schlicht gestaltet. Ganz nach dem Motto, weniger ist mehr. Was für Farben gilt, gilt in puncto Schlichtheit auch für die grafischen Elemente, die einzelne Felder einer Tabelle voneinander abgrenzen. Vielleicht bist du es gewohnt, jedes Feld von allen vier Seiten zu umrahmen. Viele dieser Linien braucht man jedoch gar nicht, um die Struktur der Informationen erkennen zu können. Eigentlich braucht man in Tabellen zur Abgrenzung nur horizontale Linien. Eine international sehr weit verbreitete Gestaltungsrichtlinie, die das genau so handhabt, stammt von der, jetzt nicht erschrecken, American Psychological Association, der APA-Style. Gerne lehnen sich aber auch Fachzeitschriften aus dem Ingenieurwesen und der Naturwissenschaft an diese Vorgaben an. Welche Linien braucht man also zwingend? Der in seiner Schlichtheit nicht zu unterbietende APA-Style fasst die Tabelle oben und unten mit einer horizontalen Linie ein, damit sie sich vom Textkörper abhebt. Manche verwenden hier breite Linien. Alle anderen Linien werden dann in schmaler Strichstärke gezogen. Unverzichtbar ist auch die horizontale Linie, die den Kopf einer Tabelle von den restlichen Feldern abtrennt. So werden die Überschriften klar von den Daten abgegrenzt. Zwischen den einzelnen Zeilen wird im APA-Style keine Linie als Trennung benötigt. Schließlich sind die Zeilen ja schon durch einen Umbruch deutlich voneinander getrennt. Kleiner Disclaimer, wenn du von einer Hochschule oder einer Fachzeitschrift anderslautende Vorgaben erhältst, richtest du dich natürlich nach diesen. Wir sprechen hier über das strikte Minimalprinzip, das zum Verstehen des Aufbaus von Tabellen notwendig ist. Keine Linie zu viel, keine Linie zu wenig. Die erste Spalte einer Tabelle enthält meist ordnende Gesichtspunkte und wird gemäß DIN 5008 Vorspalte genannt. Bei Textangaben wird die Vorspalte linksbündig gesetzt, alle anderen Spalten zentriert. Bei Zahlenkolonnen achtet man dagegen auf Dezimalkommabündigkeit. Kopiert man Inhalte aus der Tabellenkalkulation einfach in die Textverarbeitung, so nimmt man oft achtlos die dort verwendeten Schriftarten und Größen mit. Das wirkt jedoch in einer zusammenhängenden Arbeit unruhig, wenn ständig der Schriftsatz wechselt. Deshalb sollen Schriftart und Größe in Tabellen und im restlichen Dokument, falls nicht ausdrücklich anders gewünscht, übereinstimmen. Eine häufige Vorgabe, die von diesem Prinzip abweicht, ist beispielsweise im Fließtext der Arbeit eine Serifenschrift und in Tabellen und Abbildungen eine serifenlose Schrift zu verwenden. So, das war der erste Teil zum Formatieren von Tabellen. Wenn dir das Video neue Anregungen gegeben hat, darfst du es gerne liken.